AstroSam übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung von Squadron 42 und Star Citizen. Heute gibt es wieder eine richtig lange Sitzung. Nehmt euch ein Heiß- oder Kaltgetränk eurer Wahl. Denn heute gibt es das Inside Star Citizen mit Informationen zu den Gaswolken im Weltall und zu den Force Reactions. Ich habe euch zwei Exkurse gebaut zum Thema Houdini und VDB. Und es gibt ein super spannendes Calling All Devs mit Informationen zum iCache, zur globalen Persistenz und zum Server-Meshing. Also, anschnallen und los geht's! So in Star Citizen, there's a lot of cool places. In Star Citizen gibt es also wirklich viele coole Orte, die man besuchen kann. Aber wenn man zwischen diesen Orten im Weltraum reist, wird es vielleicht ein bisschen langweilig. Und vielleicht ist es das, wie es im wirklichen Leben ist. Aber CIG möchte hier eine wirklich coole Spielerfahrung bieten und möchte daher diesen leeren Raum schön und interessant gestalten. So this is a child gas cloud. Das hier ist eine Gaswolke, eine Kind-Gaswolke mit einigen Asteroiden. Das ist im Grunde eine der Möglichkeiten, wie CIG die Tiefe an verschiedenen Orten in Stanton erhöhen kann. Diese Gaswolken werden in Houdini erstellt. Auf dieses Programm Houdini möchte ich einmal kurz eingehen. Houdini ist eine Anwendung zur Erstellung von 3D-Animationen und Spezialeffekten, die von Side Effects Software entwickelt wurde, einem 25 Jahre alten Unternehmen aus Toronto. Side Effects Houdini wurde nach dem berühmten Magier Harry Houdini benannt, der von 1874 bis 1926 lebte. Houdini war vor allem für seine gewagten Fluchtaktionen bekannt. Er wurde mit Handschellen gefesselt, in Zwangsjacken geschnallt, unter Wasser eingeschlossen und sogar lebendig begraben und schaffte es immer, selbst der schwierigsten Situation zu entkommen. Houdini starb im Alter von 52 Jahren an einer Bauchfellentzündung, einer Entzündung der Magenschleimhaut. Die Software Houdini wurde für Grafiker entwickelt, die im Bereich 3D-Animation und visuellen Effekten für Film, Fernsehen, Videospiele und virtuelle Realität arbeiten. Im Gegensatz zu anderer 3D-Animationssoftware verwendet Houdini einen knotenbasierten prozeduralen Arbeitsablauf, der es einfach macht, Iterationen zu erforschen. Und hier finden wir bereits die zwei Kernpunkte, die uns bei der Entwicklung von Star Citizen sehr häufig begegnen: Iteration und prozedural. Aufgrund seiner prozeduralen Natur bietet Houdini einen ganz anderen Ansatz für die Arbeit mit 3D als traditionellere Tools wie 3ds Max oder Maya, mit dem CIG bekanntermaßen ebenfalls arbeitet. Es zeichnet sich besonders durch physikalisch basierte Effekte wie Zerstörung, Rauch, Feuer und Flüssigkeitssimulationen aus. Eine Explosion, die in der Luft gefriert, wobei sich der Rauch in schwarze Flüssigkeit verwandelt, die auf den Boden tropft und dann verdampft zum Beispiel. Das ist mit Houdini möglich. Das ist insofern interessant zu wissen, als dass die Wolken, die wir im Microsoft Flugsimulator sehen, prozedural berechnet werden, damit sie eine natürliche Erscheinungsform haben. Die Gaswolken im Spiel allerdings unterliegen gewissen Vorgaben und dürfen sich nicht wild verändern, nicht wild prozedural verändern. Sie sind quasi handgemalt, sollen aber trotzdem natürlich und wild aussehen. Und das ermöglicht Houdini, indem die Parameter vorgegeben werden, das Programm diese Wolken dann prozedural erstellt und natürlich wirken lässt. So man von natürlich sprechen kann, weil es derartige Wolken im Weltraum unserer Kenntnis nach in dieser Dichte gar nicht gibt. Sobald die Gaswolken mit Houdini erstellt wurden, wird das Ergebnis in die Engine importiert und damit begonnen, die Beleuchtung hinzuzufügen. Das ist nicht nur fürs Aussehen wichtig, sondern auch für die Navigation, um die Spieler indirekt zu steuern. Der Grund dafür, dass es einige dunkle Bereiche und einige hellere Bereiche dieser Gaswolke gibt, liegt darin, dass es sich um Gaspartikel handelt. Heißeres oder vielleicht intensivere Gase werden heller leuchten. Und das dunklere Gas wird einige Schatten erzeugen und Bereiche verdecken. A little bit more, and the darker gas will be just pretty much give some shadows and occlusion around here. So the red stuff that you can probably see. Die roten Außenbereiche visualisieren den neuen Weltraumstaub. Die Farbgebung basiert auf den definierten Eigenschaften der Gaswolke. Die Sonne wird durch die Wolke hindurchscheinen und sie dann in einer bestimmten Farbe einfärben. Das macht sie gerade mit den Partikeln, während wir uns hier auf sie zubewegen. So that's what it's doing to the particles right now as I'm moving towards it. But we can see it a little bit more obviously
Diese Effekte können wir etwas deutlicher sehen, wenn wir an diesen Asteroiden heranzoomen, der diese rote Tönung hat, weil er am Rand der Gaswolke positioniert ist. Generell hat die Gaswolke eine leicht bläuliche Farbe, übergehend in ein helles Orange. Wenn das Licht durch sie hindurchdringt, wird immer mehr von diesem Farbton auf die Objekte in der Gaswolke übertragen. Wie zu Beginn gesagt, ist dies eine Kind-Gaswolke. So, und wo ein Kind ist, da muss es mindestens ein Elternteil geben. Mit hoher Geschwindigkeit wird jetzt herausgezoomt, sodass wir jetzt die Elterngaswolke sehen. So eine Elterngaswolke kann über mehrere Kindgaswolken verfügen. Quite massive. So it has several children within it. So I know where a second one is here. So here's another child on the opposite side. In diesem Fall liegt die zweite Kindgaswolke auf der anderen Seite. Sie ist ähnlich groß wie die erste Gaswolke, die wir uns angeschaut haben, aber anders beleuchtet. Amount of depth and feel. But it's lit in a completely different way. Maybe it looks a little bit more aggressive and it. Sie wirkt so vielleicht ein bisschen aggressiver und vermittelt ein kühles Gefühl. Man verbringt vermutlich viel Zeit in solchen Kind-VDBs, VDBs, und das steht für Volume Database File und ist ein Datenformat von Houdini. Genauer gesagt ist eine VDB-Datei eine von OpenVDB erstellte Volumendatenbankdatei, die unter anderem von Houdini übernommen wurde. Eine VDB wird typischerweise als Voxel-Datenbank oder volumetrische Datenbank definiert. Es handelt sich dabei um eine Datenstruktur, die es den Benutzern ermöglicht, Informationen in Form von Vektoren, Skalaren, also Zahlen und so weiter zu speichern. Warum erzähle ich euch das? Nun, stellt euch ein 2D-Bild vor. Jedes Pixel enthält einen RGB-Wert, einen Vektor. Wenn seine Auflösung etwa 1024 mal 1024 Pixel betragen würde, dann würde dieses 2D-Bild über insgesamt 1 Million Pixel verfügen. Nun stellt euch vor, dass nur eine Handvoll Pixel im Bild Farbinformationen enthalten. Vielleicht ein paar winzige Punkte in der Ecke. Der Rest der Pixel ist völlig leer und enthält keine nützlichen Farbinformationen. Trotzdem müssen bei regulären Speicherformaten all diese leeren Pixel-Informationen auch gespeichert werden. Für 1 Million Pixel. Was aber, wenn man die Informationen eines 3D-Bildes speichern möchte, einem Würfel aus Voxeln mit einer Auflösung von 1024 mal 1024 mal 1024. Statt 1 Million leerer Pixel, die man speichern müsste, hätten wir es jetzt mit 1 Milliarde leerer Voxel-Pixel zu tun. Selbst die Verwendung effizientester Komprimierungsalgorithmen wären bei solch einer Datenmenge sehr ineffizient. Hier kommen nun VDBs ins Spiel. Sie sind baumbasierte Strukturen, die nur Daten enthalten, die für aktive Voxel in einem dreidimensionalen Raum relevant sind. Und ihre Koordinaten, ihre Gitternetze sind quasi unendlich. Sie haben keine Grenze, die die Ausmaße ihrer leeren Voxel definiert, weil sie keine brauchen. Sie speichern keine leeren Voxel. Sie speichern Daten nur dort, wo sie benötigt werden. VDBs nutzen die Tatsache aus, dass volumetrische Darstellungen von Objekten dazu neigen, viele Löcher und leeren Raum um sie herum zu haben, und nutzen diese Tatsache zu ihrem Vorteil, um Speicher und Speichereffizienz zu maximieren. Kurz gesagt, VDBs sind eine Datenstruktur, die benutzt wird, um Daten innerhalb von Voxel, von volumetrischen Pixeln, zu speichern und zu modifizieren. Warum erzähle ich euch das? Solche Gaswolken, wie sie CIG ins Spiel bringen möchte, sind mit ihrer Licht-, Schatten- und Farbberechnung und ihrer Transparenz unglaublich rechen- und speicherintensiv. Aber sie enthalten auch sehr viel leeren Raum, der theoretisch nicht berechnet werden muss. Und somit ermöglicht OpenVDB mit seinem Speicherformat, dass Datenmonster wie diese Gaswolken trotzdem in einem Umfang bleiben, der zu berechnen und zu streamen ist. Ohne VDB keine Gaswolken, zumindest keine virtuellen in einem Online-Spiel. Zurück ins Inside Star Citizen und in die besagte Gaswolke. Die beiden Kind-Gaswolken sind so weit voneinander entfernt, dass wir mit Quantum Drive zwischen ihnen reisen können. Natürlich können wir auch mit SCM, also ganz normal, durch die Wolke reisen, um die schöne Umgebung zu genießen, wie vielleicht dieses engelsgleich helle Gebiet hier. And see if quantum traveling through this really nice, maybe angelic, bright area would be an interesting feat.
So throughout this, I've been moving very, very fast, probably faster than what you can quantum travel. Wir reisen hier mit dem Artist übrigens sehr schnell durch die Gaswolke, vermutlich schneller als im Quantumtunnel. Daher ist es im Allgemeinen sehr schwer zu sagen, mit welchem Maßstab wir es hier zu tun haben. Das kann man erahnen, wenn wir einen Mond dazu im Vergleich sehen. But maybe what we can do is turn on some planets for scale. So right here, this is a sphere, the scale of Yela. Hier zum Beispiel eine Kugel im Maßstab Yelas. Die Wolke ist also etwa so groß wie Yela. Pretty close to the scale of a moon here, this child itself. But we can scale up a little bit. Here's the size. Und zum Vergleich hier die Größe von Hurston. Und hier ist noch Crusader. Und zum Vergleich die Elterngaswolke, die nochmal erheblich größer ist als Crusader. Es gibt also viel Raum, den es zu füllen gilt, mit Kindgaswolken für zusätzliche Spieltiefe. Und auch wenn das komisch klingt, das zu sagen, erklärt der Artist abschließend, kleine Kindergaswolken rundherum, die Eltern sind auch da, da kann man das alles als Zuhause bezeichnen. And it can hold them as a home. Weiter geht es zu den Force Reactions, den Kraftreaktionen oder den Reaktionskräften. Mit Alpha 3.11 kommen neue Reaktionskräfte hinzu, die das Umfallen einer Person durch direkte Einwirkung oder als indirektes Ereignis, zum Beispiel weil unsere Umgebung stark erschüttert wird, simulieren. When you work on any feature, you need a good testing ground, like something a little bit simpler, where there's less noise. Diese sehr komplizierten Bewegungsmuster und Abläufe müssen natürlich getestet werden. Und dazu hat sich Sam eine ganze Testebene aufgebaut und sie wie einen Vergnügungspark gestaltet, erzählt uns Jens Lind. With forced reactions, we've got Sam, and Sam's really sort of taken the whole test level to heart and built like an amusement park of different rides. Man kann all die verschiedenen Aspekte der Reaktionskräfte testen und das ist großartig, weil man damit zunächst einmal tonnenweise Spaß haben kann. Und ja, wenn man Spaß hat beim Erstellen eines Features, wird es ein besseres Feature sein. Hello, I'm Samuel Joyce. I'm a technical designer. Besagter Sam, Samuel Joyce, stellt sich und sein Projekt nun vor. One of the force reactions that we're working on is called Twitch, where the player will be hit by a bullet. Eine der Kraftreaktionen heißt Zucken. Dieses Zucken wird simuliert, wenn der Spieler von einer Kugel getroffen wird und sein Körper in einer bestimmten Weise reagiert, je nachdem, wie, aus welcher Entfernung er getroffen wird und wie heftig die Einschlagwirkung ist. Wenn wir also von einer Automatikwaffe getroffen werden, dann werden wir diesen Aufprall simuliert erleben. Wenn wir von einem Gewehr getroffen werden, erzeugt das eine höhere Kraft, was bedeutet, dass wir eine viel heftigere Reaktion erleben werden. Wenn wir von einer Schrotflinte aus der Entfernung getroffen werden, dann spürt das unser Charakter ebenfalls, indem die Kamera wackelt. Aus der Nähe getroffen aber wird es uns zu Boden reißen. Und jetzt haben wir die Chance, unseren Feind zu erschießen. Werden wir von Raketen getroffen, ist das Ergebnis umso heftiger. Natürlich ist hier der God-Mode aktiviert in dieser Testumgebung, kein Schaden für uns. Die Reaktionen sind übrigens auch abhängig davon, von welcher Seite wir getroffen werden. Auf diesen grünen Flächen hier werden die Kraftreaktionen getestet. What this big green square is for is for testing our force reactions. So for example, if I increase the force to about 60, we're gonna get a really small little nudge. Wird der Wert der einwirkenden Kraft auf 60 erhöht, bekommen wir einen Schubs, der uns zu Boden wirft. Erhöhen wir diese Kraft noch etwas, wirft es uns etwa 1,5 Meter zurück. Im Falle einer Explosion aber sollen wir etwa 3 Meter fliegen. Die gelbe Linie hilft dabei, den dafür notwendigen Zielwert zu ermitteln. So, this little yellow line helps us measure that. One of the things we want to be wary of when you're getting knocked down is when you get knocked down from a great height. What's the catch? Wenn man aus großer Höhe fällt, soll auch diese Animation des Spielers realistisch und flüssig wirken und die Frames stabil bleiben. See if we got enough frames in each little area where it's looking clunky and make sure it's smooth. Wie wir hier demonstriert bekommen haben, hat in der Sekunde der Explosion die Kamera ein wenig gewackelt. Das passiert, wenn man nicht ganz aus der Explosionszone draußen ist und den Druck der Granatenexplosion abbekommt. So here's a grenade.
where I haven't been able to get out of the way, but it affects both of us. Als nächstes werfen wir einen Blick auf KI-NPCs. Ein NPC wird getroffen und beginnt, auf seinen Gegner zu schießen. Die Einschlagreaktion und wie der NPC zu Boden geht, sehen wir hier. Würde der schießende NPC selbst getroffen werden von Feindbeschuss, würde das aussehen wie hier zu sehen, wo es simuliert mittels Tastendruck erzeugt wird. So we've just gone to the ship hangar test level where I can spawn in any of the ships that I need to test in. So today we're gonna look at the Andromeda. Als nächstes bekommen wir die Reaktionskräfte innerhalb eines Raumschiffes demonstriert, hier die Andromeda. And then we can get out. What I'm gonna get this to do now is we're going to get the AI to fly my ship for me. Was wir hier sehen ist, wir werden spüren, wie sich unser Spielcharakter in Abhängigkeit von den G-Kräften des Schiffes zu neigen beginnt. Und abschließend bekommen wir demonstriert, was passiert, wenn uns ein anderes Schiff rammt. Manchmal tun uns diese Jungs leid, erzählt Jens Lind abschließend, wenn wir sie ständig zu Boden werfen. Yes, to wrap up, I'd say this release is gonna be one big new push on. Zum Schluss erklärt Jens, dass dieses Feature dem Gameplay einen großen Schub verleihen wird. Besonders die Knockdowns sind für ihn ein neues Element, das dem Spiel eine andere Dimension verleiht. Aber damit ist es noch lange nicht am Ende. CRG wird dieses Spielelement weiter iterieren, weitere Reaktionsarten hinzufügen, es ausbalancieren und natürlich wird hier eine Menge Spielerfeedback nützlich sein. Jens hofft, dass uns das, was CRG hier entwickelt hat, wirklich gefällt. Gebt uns euer Feedback, bittet er, und vertraut darauf, dass wir weiter daran arbeiten und es verbessern, bis alle wirklich damit zufrieden sind. Everyone is really happy with it. Weiter geht's zum Calling All Devs, wo es heute um die Kerntechnologien des Spiels geht. Zu Beginn wird Chet McKinney, der leitende Gameplay-Programmierer, Lead Gameplay Engineer, interviewt. Die erste Frage: Was ist iCache? iCache ist im Grunde eine Abkürzung für eine Sammlung von Diensten, die mit Spielservern und Backend-Datenbanken verbunden sind, um zu ermöglichen, Daten effizient und fehlertolerant zu schreiben und abzufragen. Das ist wirklich wichtig im Moment, erzählt Chet, denn so wie die Server zurzeit arbeiten, benutzen sie eine Art In-Memory-Datenbank für die globalen Daten. Aber das ist letztendlich nicht weiter machbar, weil die Datenbanken immer größer werden, weshalb CRG sie jetzt umbauen müssen, damit sie in einem Servernetz, in einem Server-Mesh funktionieren. Damit das geschehen kann, müssen die Daten an einem zentralen Ort vorgehalten werden, an dem alle Server die notwendigen Daten abrufen und sich über den Zustand der Spielwelt informieren können. Der Lösungsansatz dieses Problems wird von CRG iCache genannt. Es handelt sich um eine skalierbare Lösung, um Daten korrekt zu schreiben und effizient zu erfassen. Die dazu notwendige Backend-Struktur ist weitestgehend fertiggestellt. An den Schnittstellen zur Spielengine müssen aber noch einige Teile des Programmcodes umgeschrieben werden, die im Kontext dieser Schnittstellen zum iCache nicht mehr fehlerfrei funktionieren. CRG versucht also, bestimmte Mengen bestimmter Daten, von denen sie wissen, dass sie sie brauchen, zwischenzuspeichern. Was sie aber daran hindert bzw. stark hemmt, die Datenbank performant zu adressieren, was in hohem Ressourcenverbrauch der Server endet. Mit dem Cachen, dem Zwischenspeichern der betreffenden Daten, wird der Datenbankzugriff optimiert und CRG kommt in die Lage, ein gewisses Maß an Fehlertoleranz zu erreichen, zum Beispiel durch Techniken wie Duplizierung und Wiederherstellung, Regeneration. So erhält CRG schnellen Zugang zu den benötigten Informationen zu dem Zeitpunkt, an dem sie benötigt werden. iCache ist im Sinne des Namens kein permanenter Speicher, der dazu dient, den Zustand der Welt zu erfassen, sondern dient als Zwischenspeicher, als Informationsvermittler zwischen dem Endzustand der Welt und der eigentlichen Datenbank.
Auf die Frage, welche Teile des iCache bereits fertiggestellt sind, antwortet Chad McKinney, dass die einzelnen Dienste, die die Infrastruktur im Backend für das iCache-Framework bilden, größtenteils geschrieben sind und die Programmierschnittstellen, die APIs, erstellt werden. Hierfür wird definiert, wie jeder Dienst funktioniert und wie mit dem oder den Spielservern kommuniziert wird. Das ist alles so gut wie fertig, ebenso die Definition der Datenstruktur, die vorgibt, wie die Datenbank aufgebaut ist. Jetzt heißt es zum Schluss, dieses System zu nehmen und es mit dem tatsächlichen Spiel zu verbinden. Um es klar zu sagen, CRG weiß schon seit langem, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Auf der Seite des Programmcodes werden wir Spieler die Arbeiten nicht bemerken. Es sind Änderungen und Überprüfungen, ob überall der Best-Practice-Ansatz verfolgt wurde und ob die Abfragemechanismen des iCache die neue Programmierschnittstelle ansprechen und benutzen. Alles kleine Änderungen also und Konzepte, die schnell eingeführt sind zur Verbesserung der Datenstruktur und der Datenordnung. Der iCache ermöglicht letzten Endes auch solche Dinge wie das physische Inventar und neue Frachtarten zum Beispiel. CRG befindet sich also auf der Zielgeraden, muss aber noch einige abschließende Arbeiten vornehmen, damit iCache korrekt funktioniert. Aber es müssen auch die grundlegenden Abfragemechanismen und die Inventarinfrastruktur auf der Spielseite physisch erfasst werden, um die Spielsysteme global und übergreifend zu unterstützen. Zusammenfassend schließt Chad McKinney, dass CRG große Fortschritte mit iCache gemacht hat und sie dem Ende näher sind als dem Anfang. Welche Änderungen wird iCache uns Spielern bringen? Woran werden wir merken, dass iCache online ist und funktioniert? Nach Chad McKinneys Meinung bestehen einige der offensichtlichsten Änderungen, die sich ergeben werden, darin, dass wir sowohl eine Kombination aus besserer Antwort auf Server- und Dienstanfragen für diese Art von persistenten Daten als auch eine bessere Fehlertoleranz und Skalierbarkeit haben werden. Das wird sich direkt in all den verschiedenen Zeitpunkten im Spiel bemerkbar machen, an denen die Clients mit den Serverdatenbanken interagieren, was natürlich ständig der Fall ist. Ändern wir die Konfiguration unseres Schiffes, unsere Kleidung, unsere Panzerung, setzen einen anderen Helm auf, kaufen etwas für uns persönlich oder Waren zum Transport mit einem Raumschiff, ständig greifen unsere Clients auf die Server zu. Und an all diesen Stellen kämpft CRG aktuell mit der Skalierung, um die Zielanzahl der Spieler bestmöglich zu unterstützen. Mit iCache sollten die Performanceverluste bei einer hohen Anzahl an Spielern in einer Instanz sich verringern. Aber obendrein wird das Spiel, werden die Datenbanken fehlertoleranter und es fallen nicht mehr ganze Server-Cluster aus, wegen eines Fehlers, der sich auf die Persistenzdatenbank auswirkt. Der nächste Schritt nach iCache heißt globale Persistenz. Wie sieht der Weg dahin aus? Globale Persistenz ist etwas, das ab dem Zeitpunkt der Aktivierung von iCache möglich wird. Es bedeutet, dass CRG anfangen kann, Daten über den Zustand der Spielwelt, nicht die der Spieler-Account-Daten, zwischenzuspeichern. Bisher wurden nur Daten gespeichert, die für die Accounts der Spieler von Bedeutung waren, zum Beispiel Raumschiffe, Fahrzeuge, Waffen, Itemport-Attachments oder vielleicht auch gestohlene Gegenstände. Doch da hört es auch schon auf mit den Zwischenspeicherungen der Zustandsdaten. Aber für Star Citizen wollte CRG mehr. Denn obwohl sie diese unglaublich realitätsnahe, hochgradig beständige Welt anvisieren, sollen doch die Handlungen aller Spieler Auswirkungen auf sie haben. Nun ist der einzige Weg, dies zu erreichen, den Zustand der Welt und ihre Veränderungen zu speichern. Der Grund dafür, weshalb CRG das bisher noch nicht umsetzen konnte, ist die dafür notwendige schiere Datenmenge. Es sind viel, viel mehr Daten, als das derzeitige System verarbeiten könnte. Es würde nur noch einmal husten und dann sterben, erzählt Chad. iCache bietet die notwendige Skalierbarkeit, um tatsächlich mit dieser Art von Daten dieser Größenordnung umgehen zu können. Aber darüber hinaus ist es eine Voraussetzung für die Unterstützung von Server-Meshing. Die globale Persistenz ist also ein Teil der Vision von Star Citizen und eine Voraussetzung für das Server-Meshing. Tatsächlich verfügt Star Citizen bereits über eine erste Version der globalen Persistenz. Es ist bloß für uns Spieler nicht ersichtlich, weil wir nach Aus- und wieder Einloggen eine andere Instanz, eine andere Welt vorfinden oder nach einem Absturz bestimmte Daten verloren sind. Allerdings pflegt CRG tatsächlich einen Großteil dieser Daten. Nur ist es so, dass wir Spieler diese Datenpflege nicht bemerken. Ziel mit der Endversion der globalen Persistenz ist, dass die gecachten Daten permanent sind und wiederherstellbar. Eine Militärbasis oder Villenwohnviertel, die bleiben dann eher aufgeräumt und sauber, wohingegen auf einer Piratenbasis der Schmutz oder das Durcheinander vielleicht etwas länger erhalten bleibt.
Weiter geht's zu Clive Johnson, Lead Network Programmer, der leitende Netzwerkprogrammierer. Was ist Server Meshing und wofür wird es benötigt? Wenn Backer zurzeit Star Citizen spielen, dann stellen sie die Verbindung zu einem dedizierten Server her, an den sich bis zu 50 Clients anbinden können. Die gesamte Simulation wird auf einem Server ausgeführt. Das bringt ernsthafte Einschränkungen mit sich, da auf einem Server und erst recht auf den heimischen PCs, den Clients, die Verarbeitungskapazität endlich ist. Vor allem ist die Anzahl der vom Server zu verarbeitenden Clients stark begrenzt. Da CRG aber die Anzahl der gleichzeitigen Spieler in derselben Simulation maximieren möchte, müssen diese Simulationen auf mehrere Server verteilt werden. Die Ausgangsidee ist es also, mehrere Server zu haben, die verschiedene Teile einer Simulation unter sich aufteilen. Während ein Server reine Spieldaten verarbeitet, berechnet ein anderer Server unabhängig davon Port Olisar und der nächste Server Levski. Das Problem entsteht aber dann, wenn man von Port Olisar nach Levski und zurückfliegt. Wie gelangen die Daten von dem einen zum anderen Server? Diese Server müssen ergo miteinander verbunden werden. Das bedeutet im Grunde genommen, dass auf all diesen Servern verschiedene Teile der Simulation laufen werden und sie automatisch wählen müssen, mit welchen anderen Servern sie sich verbinden, damit die Spieler zwischen den Orten im Spiel hin und her reisen können. Und nicht zuletzt, ob sie Teile der Simulation gemeinsam nutzen können und abschließend diese Verbindung beenden, wenn sie nicht mehr benötigt wird, um dann wieder neue Verbindungen zu anderen Servern herzustellen. Wie ist der Entwicklungsstand von Server Meshing? Im Moment arbeitet CRG an ein paar Dingen. Sie arbeiten daran, die Zeitsynchronisation korrekt hinzubekommen, was sich wahrscheinlich nicht sehr bezogen auf Server Meshing anhört. Aber es gibt aktuell Probleme mit Lag, Rubberbanding und G-Syncs und all diese Probleme würden durch Server Meshing nur noch schlimmer werden. Es sind also Probleme, um die sich CRG jetzt kümmern muss. Sie können nicht versprechen, diese Probleme kurzfristig zu lösen, aber sie stellen entsprechende Untersuchungen an. Ein Großteil dieser Probleme scheint aber auf Synchronisierungsschwierigkeiten zwischen Client und Server zu basieren. Und um das nochmal zu verdeutlichen, in einem Netz aus Servern, dem Server-Meshing, würden die Server untereinander als Clients agieren, was das Problem, wie gesagt, nur noch verschlimmern würde. Auf der Fehlersuche ist CRG auf grundlegende Probleme in der Engine gestoßen und der Art und Weise, wie sie mit dem Konzept der Zeit umgeht. Das hört sich kompliziert an, bedeutet aber nur die Behebung einer größeren Menge an Fehlern, die sich im Laufe der Jahre eingeschlichen haben. Ergo, ja, es ist knifflig, eine ziemlich detaillierte Arbeit, aber es ist lösbar. Der erste Schritt des Server-Meshings ist es dann, zuerst einmal zwei Server auf die angedachte Weise miteinander zu verbinden, kommunizieren und arbeiten zu lassen. Diese ganze Angelegenheit ist nicht trivial und CRG war nicht überrascht, als es bei ersten Pilotversuchen nicht funktioniert hat. Aber es war trotzdem eine recht nützliche Übung und sie hat CRG gezeigt, was nicht funktioniert und was CRG ändern muss, damit es funktioniert. Also haben sie Änderungen ausgearbeitet und das Team arbeitet gerade die zugrunde liegenden Aufgaben ab. Sie sind jetzt ziemlich nah dran, einen zweiten Versuch zu starten und erwarten eine gute Chance, dass beide Server tatsächlich miteinander kommunizieren können. Das Grundproblem besteht also darin, dass die Engine auf der Annahme basiert, dass ein Server glaubt, ihm gehöre eine Spielsession, die er verwalten und bearbeiten muss. Es ist also nicht offensichtlich für die Server, dass sie die Session aufteilen sollen. CRG muss also irgendwie einen Server einrichten und ihm beibringen, dass ein anderer Server die Session joinen kann und ihm genauso viel Autorität und Rechte einräumt wie sich selbst. Das bedeutet eine Änderung der Logik im Netzwerkcode und darüber, wie Spielsessions behandelt werden und alles miteinander zusammenhängt. Über die gesamte Engine gibt es also eine Menge Wenn-Dann-Überprüfungen, in etwa, wenn es sich um einen Server handelt, tu dies. Bei bestimmten Anforderungen mach das. Was nicht zu den Anforderungen des Server-Meshings passt, bei dem man einen autorisierten Server, einen nicht autorisierten Server und reguläre Spielclients hat. All diese Arten von Wenn-Dann-Aussagen basieren auf der Annahme, dass es immer nur einen autorisierten Server gibt. CRG musste also den Programmcode komplett überarbeiten. Wir reden hier von Tausenden von Stellen im Programmcode. Also hat CRG ein Audit durchgeführt. Sie haben hunderte von Aufgaben verteilt, im Grunde genommen auf jedes Team, das über einen Engineer verfügt. Diese Aufgaben sind jetzt mit wenigen Ausnahmen durchgearbeitet. Die nun neu entwickelte Programmierschnittstelle fragt nun, bin ich die Maschine, die die Autorität über diese Entität hat? Wenn ich es bin, kann ich es so machen? Wenn nicht, soll ich stattdessen dies tun? Das alles war eine massive Änderung, die an sich bereits in den neuen Builds zum Einsatz kommt. Wir Spieler merken davon nichts, was eine gute Sache ist, weil es bedeutet, dass CRG mit den Änderungen nichts kaputt gemacht hat.
Es handelt sich jedoch erst um frühe Tests. Clive Johnson hat den Eindruck, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Die Idee war, so viele Aufgaben wie möglich dort zu erledigen, wo das schlichte Weitermachen für das Team nichts gebracht hätte. Also zum Beispiel zu ändern, wie die Leute Programmcode schreiben, zu entscheiden, was serverseitig autoritativ bearbeitet werden sollte oder nicht, oder wie mit den Zeiten umgegangen werden soll. Jeder dieser Änderungen sollte so früh wie möglich durchgeführt werden. Von diesem Punkt an schreiben die Leute den Programmcode also auf die korrekte Art und Weise. CRG muss weniger überarbeiten und nacharbeiten, aber da bereits eine so große Menge an Programmcode geschrieben wurde in den vergangenen Jahren, geht CRG davon aus, dass es noch eine Weile dauern wird, bis sie alle Änderungen und Nacharbeiten umgesetzt haben werden. Während das geschieht, arbeiten die Netzwerkteams daran, die Server miteinander zu verbinden. CRG hat auch einige andere Änderungen vorgenommen, wie zum Beispiel Headless Clients auszuprobieren, die dann für automatisierte Tests verwendet werden können, sodass CRG, wenn sie die Server-Meshes in Betrieb nehmen, automatisch testen können, anstatt dass die Qualitätssicherung versucht, auch noch das mit abzufedern. Es gibt also viele verschiedene Tracks, viele verschiedene Arbeitswege, die alle parallel verlaufen und CRG macht durchaus Fortschritte, aber es ist alles andere als einfach. Das war's für diese Woche. Dieses umfangreiche Video wurde euch ermöglicht durch die Unterstützung meiner Tippi-Indianer, wenn auch ihr dazukommt, www.tippi.com/astrosam. Könnt ihr mich gerne finanziell unterstützen, euer Dankeschön geben. Dort gibt's auch das ein und andere mehr, was mir so einfällt. Ansonsten ist zu sagen, sehr, sehr spannende Informationen, sehr viel gelernt in Richtung der Guest Clouds, in Richtung iCache, Server Meshing, wie das alles miteinander zusammenhängt, aber auch ein wenig ernüchternd. Nichts, wo ich erkennen würde, juhu, jetzt geht's los. Star Citizen und Squadron 42, insbesondere aber Star Citizen, befinden sich seit vielen, vielen Jahren in der Erstellung und der Eindruck oder die Erkenntnis wird immer realer, dass die ersten Jahre einfach für die Tonne gewesen sind und dass sie sich jetzt immer mehr tatsächlich auf dem Weg befinden, dass sie die Idee bekommen haben, wie sie denn ihre Vision umsetzen können. Das bedeutet aber auch, dass wir Unterstützer noch ein bisschen Atem haben müssen. Ich sehe nicht, dass wir jetzt hier in Kürze innerhalb des nächsten Jahres den großen Aha-Effekt haben werden. Mal gucken, vielleicht werden sie aber auch schneller fertig als gedacht. AWS unterstützt daher auch mit ihrer Server-Meshing-Lösung hardware-seitig. Ich denke, hier ist das nochmal klar geworden. Es gab die Diskussion oder die Aussage, ach, Server-Meshing, da hat doch CRG gar nichts mit zu tun. Das macht doch alles Amazon. Ich habe das verneint, was mir an der einen und anderen Stelle nicht abgenommen wurde. Aber hier ist das auch nochmal, denke ich, deutlich geworden, dass die Hauptaufgabe, die Haupthausaufgabe von CRG erledigt werden muss, weil die Hardwarestrukturen von Amazon natürlich angesprochen werden müssen. Die Verteilung muss erfolgen und die Server müssen wissen, wie sie denn mit dem Engine und mit dem Programmcode umzugehen haben, wo sie wie, welche Informationen teilen, wie sie miteinander arbeiten etc. Das muss alles von CRG kommen und das haben sie mit diesem sehr interessanten, sehr spannenden Calling All Devs uns erklärt. Ein sehr wichtiges Video, von dem ich dankbar bin, dass es gekommen ist und ich an der Stelle hoffe, dass auch ihr eine interessante Zeit hattet mit dieser Übersetzung. Dann wünsche ich euch auf diesem Wege ein wunderschönes, tolles, sonniges, entspanntes Wochenende und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Cheers.